chapter 1, we're talking about sin and salvation, and we are in section 2, the results of sin. So, und jetzt sind wir noch immer beim ersten Kapitel, aber beim zweiten Abschnitt, und es spricht darüber, über die Auswirkungen von Sünde. When we look in Isaiah chapter 59, verse 1 and 2. Und wenn wir uns in der Bibel einmal die zwei Verse in Isaiah 59, 1 und 2 anschauen. We read, but your iniquities have separated you from your God, and your sins have hidden his face from you, so that he will not hear. Siehe, die Hand des Herrn ist nicht zu kurz, um zu retten, und sein Ohr nicht zu schwer, um zu hören, sondern eure Vergehen sind es, die eine Scheidung gemacht haben zwischen euch und eurem Gott, und eure Sünden haben sein Angesicht vor euch verhüllt, dass er nicht hört. So what does iniquity or sin do to man's relationship in fellowship with God? So was tut Sünde in unserer Beziehung, in unserem Verhältnis zu Gott? It uses some very strong words in Isaiah. Und hier im Isaiah werden hier sehr starke Worte verwendet. It says that it separates you from God. Es heißt, es scheidet uns von Gott. And it makes it so that he won't listen to you. Und nicht einmal auf uns mehr and hört. He will not hear you. Wird uns nicht mehr hören. In other words, he will not listen to your cries unless there may be a cry for forgiveness. Und wird nicht mehr auf unsere Bitten hören, außer wir kommen mit Vergebung. So sin has very serious consequences. So Sünde hat ganz arge Folgen. The Bible tells us much about man's sinful condition. Und die Bibel sagt uns sehr viel über das sündhafte Verhalten der Menschen. People will say, well, I'm not that bad. We're not that bad. We're actually good people. We're good. Yeah. Let's see if the Bible tells us the same thing. Und viele sagen, ja, so schlecht bin ich eigentlich nicht. Ich bin besser wie viele andere. Und schauen wir mal, was die Bibel dazu sagt. We will go to Romans chapter 3. Wir gehen jetzt zu Römer 6. And we will read from verse 9 to 20. Und wir lesen hier von Vers 9 bis 20. Okay, so if you have your Bible, which I hope you do, open up to Romans chapter 3, or you'll read along the scripture on the screen. Und wenn du deine Bibel bei dir hast, was ich hoffe, dann lies mit uns jetzt im Römerbrief Kapitel 3 von Vers 9 bis 20. So it says in verse 9, Romans chapter 3, verse 9, what then? Are we better than they? Not at all. For we have previously charged both Jews and Greeks that they are all under sin. Verse 10, as it is written, there is none righteous, no, not one. There is none who understands. There is none who seeks after God. Verse 12, they have all turned aside. They have together become unprofitable. There is none who does good, no, not one. Verse 13, their throat is an open tomb. With their tongues they have practiced deceit. The poison of asp is under their lips, whose mouth is full of cursing and bitterness. Verse 15, their feet are swift to shed blood. Verse 16, destruction and misery are in their ways. Verse 17, and the way of peace they have not known. Verse 18, there is no fear of God before their eyes. Verse 19, now we know that whatever the law says, it says to those who are under the law, that every mouth may be stopped and all the world may become guilty before God. Therefore, by the deeds of the law, no flesh will be justified in his sight, for by the law is the knowledge of sin. Und ich übersetze jetzt auf Deutsch von Vers 9 im Römerbrief 3. Was nun, haben wir einen Vorzug? Durchaus nicht. Denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien, wie geschrieben steht. Da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Ihr Schlund ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen handelten sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen,
ihr Mund voll Fluchen und Bitterkeit. Vers 15. Ihre Füße sind schnell, Blut zu vergießen. Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen und den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. Es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. Wir wissen aber, dass alles, was das Gesetz sagt, es denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft würde und die ganze Welt dem Gericht Gottes verfallen sei. Darum, aus Gesetzeswerken wird kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden. Denn durch Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Last lesson, we looked at the origin of sin. Sin came into the world when man disobeyed God. Und wir haben jetzt geschaut, wie die Sünde in die Welt gekommen ist. Und die Sünde kam, als der Mensch Gott nicht gehorcht hat. In this passage, we just read about the results of that sin. When it entered the world, what was the effects? Und hier in diesem Absatz jetzt im Römer 3 haben wir gelesen, was das für Auswirkungen hat. Now notice these descriptions of man's condition. Und beobachtet einmal die Beschreibung von dem Zustand des Menschen. It's really, really bad, but it paints an accurate picture. Es ist sehr schlecht, also das bringt den Menschen ein ganz schlechtes Bild, aber es zeigt uns das wahre Bild. Romans chapter 3, verse 9 here, it says that we are all under sin. We're all under its power and effect. Und im Vers 9 im Römer 3 steht, denn wir haben sowohl Juden als auch Griechen vorher beschuldigt, dass sie alle unter der Sünde seien. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nur einer. Da ist keiner, der verständig ist, da ist keiner, der Gott sucht. We feel the effects of sin. Wir spüren hier die Auswirkungen der Ursünde. Verse 10 tells us that there is none righteous. In Vers 10 lesen wir, es ist kein Gerechter, auch nicht einer. That means there is none that are conformed perfectly to the will of God, that do the will of God perfectly. Und das heißt, dass kein Mensch auf dieser Erde den Willen Gottes 100%ig erfüllen konnte. And it says that there are none that understand. Und da heißt es auch, dass keiner versteht. That means there are none that put it together, that figure out everything that's going on. Das heißt, dass keiner kann verstehen, was wirklich hier abläuft. It says there are none that seek after God. Und es heißt, dass keiner, der Gott sucht. We seek money, we seek pleasure, we seek prideful things. Wir suchen Geld, wir suchen Vergnügen, wir suchen alle möglichen Befriedigungen. Actually, we read last time, it's God who seeks man. Aber wir haben es beim letzten Kapitel gelesen, dass Gott die Menschen sucht. Verse 12 tells us that all have turned aside. Und im Vers 12 von Kapitel Römer 3 lesen wir, alle sind abgewichen. That means to deviate or go aside from the right way. Das heißt, sie sind vom richtigen Weg abgewichen. Verse 12 tells us that we have together become unprofitable. Und es heißt, wir sind alle untauglich geworden. That means we're useless or spoiled in a sense. Wir sind irgendwo verdorben. Then it says, verse 12, none who does good. Da heißt es dann im Vers 12, dass keiner Gutes tut. That means we actually do wrong. Das heißt, dass wir uns falsch verhalten. And again, that's in the eyes of God, in the eyes of perfection. Und das ist wieder vom Auge Gottes her gesehen. Er sieht alles mit Perfektion. Verse 13 and 14 talk about our mouth and it being full of cursing and bitterness. Und im Vers 13 heißt es, dass unsere Zungen, also unser Schlund ein offenes Grab ist. Mit ihren Zungen handeln sie trügerisch. Otterngift ist unter ihren Lippen. Ihr Mund ist voll Fluchen und Bitterkeit. Wow. That talks about evil speech. We use our words to say and speak evil things. Und das heißt, dass wir unsere Worte verwenden, um Böses zu sprechen. Verse 16 says, destruction and misery are their ways. Und in Vers 16 heißt es dann, Verwüstung und Elend ist auf ihren Wegen. That's talking about hardship and trouble and ruin. And that is exactly what we see in the world around us. Und das heißt, dass es schwer ist, das Leben, dass immer wieder Zerstörung kommt. Und das sehen wir rundherum, uns herum. Verse 17 says, the way of peace they have not known. Und ab Vers 17 heißt es, den Weg des Friedens haben sie nicht erkannt. That would explain why there are so many conflicts and wars and fights. We just don't know peace. Und das erklärt, warum so viele Kriege auf der Welt sind. Wir haben keinen Frieden. Verse 18 says, there's no fear of God. That means there's no reverence or respect
for Almighty God. Und im Vers 18, das wird noch immer im Kapitel Römer 3, es ist keine Furcht Gottes vor ihren Augen. So man's sinful condition really is summarized in verse 23, Romans chapter 3, verse 23. Und der ganze Zustand der Menschheit ist zusammengefasst in Römer 3, 23. It says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. So what are the wages of sin? Or what is the thing that we earn when we sin? So was ist der Lohn der Sünde? Was ernten wir, wenn wir nicht gehorchen? Romans chapter 6, verse 23 gives us the answer. Und Römer 6, 23 gibt uns die Antwort. For the wages of sin is death. Denn der Lohn der Sünde ist der Tod. And we're talking about both physical death and spiritual death. Und wir sprechen hier von dem körperlichen Tod, aber auch vom geistlichen Tod. See, a human being has a body, a physical body, a flesh. Wir Menschen haben einen Körper. And we have a mind, or the Bible also calls it a soul or a heart. But die Bibel, wir haben wir können denken, die Bibel nennt es auch Seele oder Herz. We can think and make decisions and have emotions. Wir haben Gedanken, wir können denken, wir können Entscheidungen treffen. And then we have a third part, which is spirit. Ja. Und wir haben noch einen dritten Teil, und das ist der Geist. But for many people, this third part is dead. Their spirit is dead. Aber für viele Menschen ist der dritte Teil, der Geist, noch tot. That's why it tells us to be born again. Deshalb sagt uns Gott, wir müssen wiedergeboren werden. We might be born spiritually. Dass wir geistig wiedergeboren werden. Because one of the results of sin was spiritual death. Denn eines der Konsequenzen des Ungehorsams Gott gegenüber war geistlicher Tod. We are body, mind and spirit. But that spiritual part is where the corruption has come and that death came in. Aber wir haben Körper, Seele und Geist, aber es dieser Tod, der geistliche Tod ist in unseren Geist gekommen. And it affected our mind and our thinking and it affected our flesh. Und es hat unser totales Denken, Fühlen und Wollen beeinflusst, aber auch unseren Körper. And then of course we know that physical death followed. Adam and Eve died and all people from that time up to now face death, physical death. Und wir wissen, Adam und Eva starben und alle Menschen nachher auch. So what happens after we physically die? Was geschieht, nachdem wir körperlich sterben? Hebrews chapter 9, verse 27, a very serious verse. Hebrews chapter 9, verse 27 says, it is appointed for man to die once and then face the judgment. Und jetzt kommt eine klare, beinharte Wahrheit. Im Hebräerbrief 9, 27. Und wie es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht, so wird auch der Christus, nachdem er einmal geopfert worden ist, um viele Sünden zu tragen, zum zweiten Male ohne Beziehung zur Sünde, denen zum Heil erscheinen, die ihn erwarten. I read a little more. So the question is, after you die, physical death, what will happen to you? So die Frage ist, nachdem du aus dem Körper after stirbst, death, the nach Bible dem tells Tod, us after, was geschieht mit dir? After death is judgment. So die Bibel sagt uns, nach dem Tod ist Gericht. That's what the Bible says. Das sagt die Bibel. Now, how does the Bible describe eternal judgment? Und wie beschreibt die Bibel ewiges Gericht? I want this to soak in. It's very serious what the Bible says about it. Und jetzt möchte ich, dass du wirklich in aufpasst. Es ist sehr wichtig, was die Bibel sagt. In Matthew chapter 25, verse 41. In Matthäus 25, Vers 41. It talks about the everlasting fire prepared for the devil and his angels. Da spricht es von dem ewigen Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. That's how it's describing eternal judgment. Und das ist die Beschreibung von ewigem Gericht. As everlasting fire. Als immerwährendes Feuer, ewiges Feuer. And those are the words of Jesus Christ. Und das sind die Worte Jesu Christi. Now in the book of Revelation, chapter 20, we also see another description. Aber in der Offenbarung, in Vers 20, sehen wir noch eine andere Beschreibung. In verse 14, it talks about this eternal judgment as a lake of
fire. Und da beschreibt es, also das ist Offenbarung 20, 14. Und der Tod und der Hades wurden von den Feuers, in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. A lake of fire. Ein See voll mit Feuer. Revelation chapter 21, verse 8. Und in der Offenbarung 21, Vers 8. It describes this place of eternal judgment as a lake which burns with fire and brimstone. Da heißt es in Vers 8, ist ihr Teil in dem See, der mit Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. These descriptions are very serious. Diese Beschreibungen sind sehr ernst. Let this soak in. It says, the Bible says, you will die and then you will face judgment. Lasst einmal diese Gedanken oder diese Wahrheit in dein Herz dringen. Die Bibel sagt, wenn wir sterben, kommt Gericht. This is the consequences and results and effects of sin, of disobeying God. Das sind die Konsequenzen, wenn wir Gott nicht gehorchen. Talks about fire, es spricht eternal fire. Über ewiges Leben. All sin is rebellion against God and His nature. Alle Sünde ist Rebellion gegen Gott und seine and, Natur. And because of sin, man is separated from God. Und wegen der ursprünglichen Sünde und dann noch den Sünden, die wir hinzugefügt haben, sind wir getrennt von Gott. And is doomed to an eternity away from His presence. Und ist verdammt für eine Zukunft entfernt von der Gegenwart Gottes. This is so serious. Das ist so ernst. But it may lead you with the question, well, is this our hopeless situation? Is this the end? Yes. Aber vielleicht hast du dann die Frage, weil ist das jetzt das Ende? Sind wir hoffnungslos verloren? You need to tune in to the next lesson, because in the next lesson, in section 3, we will look at God's solution for sin. Ja, das nächste Video wird sich jetzt damit befassen, wie schaut die Lösung Gottes aus für Sünde. Now, personal application. I would love for you to make personal application of this lesson. Aber ich möchte gern, dass du persönlich dich involvierst in dieser Lehre. Can you say with me that without a Savior, you would be doomed? You would go to a horrible end. Kannst du mit mir sagen, ohne Jesus hast du ein entsetzliches Ende zu erwarten? Everyone knows that they're facing death one day. Jeder weiß, der Tod ist uns gewiss. Do you have a plan for what happens after death? Hast du einen Plan für das, was nach dem Tod mit dir geschehen soll? Because you will die and face judgment. Denn du wirst sterben und Gericht erleben. And remember that judgment is a lake of fire. Und vergiss nicht, dieses Gericht besteht aus einem Feuersee. Now that is the problem, but there is a solution that God has. Das ist das Problem, aber Gott hat eine Lösung dafür. Walk by the Spirit. Zechariah 4:6 says, Lo v'chayel, v'lo v'choach, im baruchi, amar Adonai Tzavaot. It's not by might, and it's not by power, but by my Spirit, says the Lord of hosts. Und jetzt noch ein Wort zum Schluss. Zechariah 4:6. Nicht durch Macht und nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr der Herrscharen.